Unser zweiter Teil der NBA-Vorhersage mit Chris Custodian. Und dieses Mal geht es natürlich um die Western Conference. Unglaublich viele Top-Teams, sehr viele Superspieler in einem Team, in einem anderen Team. Und wir schauen jetzt drauf, wer denn die besten Chancen hat und mit wem am meisten zu rechnen ist in diesem Haifischbecken, dem Westen. So sieht's aus. Und letztes Jahr hatten wir noch eine Preview gesagt, es wird eine okay Regular Season. Am Ende gewinnen die Warriors und es wäre schon eine erfolgreichste Saison, wenn Golden State am Ende nicht triumphiert. Haben sie nicht. Und jetzt in dem Jahr gibt es nicht mehr das eine oder die zwei Superteams, sondern es gibt unglaublich viele. Und die sind fast alle im Westen. Und da haben wir mal die Teams gleich sortiert. Wikipedia der Sports Betting Community. Machen wir das. Yeah. Fast vergessen, aber du als Host hast es natürlich unter Kontrolle. Lass uns mal in die Western Conference schauen und die Teams. Wir haben die in ein paar Blöcke unterteilt. Mhm. Und zwar in die guten und in die schlechten, wenn man das überhaupt sagen darf. Das rechts unten die Teams, die ferner liefen sind. Thunder, Westbrook weg, haben jetzt eigentlich haben ein paar gute junge Spieler, wollen auch noch Stephen Adams abgeben. Die sind komplett raus aus dem Geschehen. Phoenix Suns sowieso und die Memphis Grizzlies eigentlich auch. In der Mitte dann unten zwei Teams, die ein paar gute Spieler haben und ein bisschen Hoffnung schöpfen können. Kings und Timberwolves, die auch im Osten sicher wahrscheinlich in den Playoffs wären, im Westen nicht. Dann haben wir hier noch die New Orleans Hornets, die den nächsten LeBron vielleicht in ihren Reihen haben. Unglaublich starke Trades gemacht haben mit den Lakers. Das heißt, sie haben Ingram, Ball, jetzt eben den Williamson, J.J. Redick geholt. Also das Team, das kann was bringen, auf jeden Fall sehr jung. Eins weiter nach links sind auf einmal die Golden State Warriors, die nicht mehr Favorit sind, im Gegenteil, die jetzt in so einer Art Außenseiterrolle sogar sind. Veto! Trotz Steph Curry und, weil du gerade Veto sagst, dem lautstarken Draymond Green, der ja sagt, sie werden es schon noch irgendwie schaffen. Durant verloren und noch einen anderen Spieler, der vielleicht gar nicht so zurückkommt die Saison. Die Dallas Mavericks im Umbruch. Schauen wir uns auch gleich nochmal an. Oben die beiden Los Angeles Teams, die in den letzten Jahren hin und wieder auf Augenhöhe waren, eigentlich die Clippers sogar besser, aber auch nicht Contender. Jetzt auf einmal beide Contender Nummer 1 im Westen. Auf der rechten Seite. Veto! Noch ein Veto, Wahnsinn. The Beard. Dann haben wir noch die Nuggets, Trailblazers und Jazz, die als Team dagegen halten wollen gegen die One-Two-Man-Punches der anderen Top-Teams und in der Mitte James Harden, die wandelnde Punkte-Maschine zusammen mit dem wandelnden Ballhawk Russell Westbrook. Wird auf jeden Fall spannend und wir schauen uns jetzt mal das Duell der Städte der Angels an. Ja, haben wir auf der einen Seite natürlich LeBron. Er hat jetzt endlich einen Top-Mitspieler mit Anthony bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Clippers, die mit Kawhi Leonard und Paul George dagegen halten wollen und vielleicht sogar stärker einzuschätzen sind. Warum das denn? Ja, es sind einfach unglaublich starke Teams. Also jetzt, was die Clippers da auf den Beinen gestellt haben, die haben dann auch noch Lou Williams, den besten sechsten Mann, den Harrell, der sehr, sehr stark ist. Wie gesagt, Paul George, der wird die ersten ein, zwei Monate fehlen wegen seiner Operation und Verletzung an der Schulter. Ist übrigens ganz interessant, beide Teams spielen am ersten Spieltag gegeneinander. Da würde ich die Lakers haushoch favorisieren, auch wenn sie momentan von den Quoten her Außenseiter sind. Einfach weil George verletzt ist. Die Lakers, James, so viel Freizeit hat er noch nie gehabt. Hat zwar einen Film gedreht, den offiziellen Nachfolger von Space Jam. Ganz genau. Mhm. Aber hat die Playoffs verpasst. Also so viel Basketballpause hatte der auch noch nie. Das heißt, der wird da schon motiviert sein, ein Zeichen zu setzen. Das aber nur so am Rande bemerkt. Also das sind zwei wahnsinnig starke Teams. Die Lakers, Dwight Howard haben sie jetzt noch geholt. DeMarcus Cousins, okay, hat sich dann gleich verletzt, ist erstmal weg. Den Green haben sie noch geholt. Und?
Ich wollte fragen, wie es denn ausschaut. In der vergangenen Saison kam ja LeBron dann zu den Lakers und blieb eigentlich vieles schuldig, oder? Ja, also das Team war auf jeden Fall konfus zusammengestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Die Leute, die Experten haben das im Vorfeld schon gesagt, denen fehlen einfach die Schützen. Und man darf dann nicht vergessen, dass, also Ingram hat vielleicht auch nicht so den erwarteten Schritt gemacht. Lonzo Ball, starker, defensivfähiger Point Guard, war dann längere Zeit verletzt. LeBron dann natürlich auch. Und als dann der Playoff-Zug abgefahren ist, ist auch LeBron gar nicht mehr richtig zurückgekommen. Da haben sie noch so ein bisschen Showtime-Basketball gespielt. Aber wie du gesagt hast, LeBron sollte die Lakers wieder ins gelobte Land, in die Playoffs führen, ist gescheitert. Während der Saison extrem viele Unruhen, weil es darum ging, quasi das komplette Team gegen genau den Jungen neben ihm zu traden, The Bro, Anthony Davis. Jetzt haben sie ihn geholt, das halbe Team ist weg, aber die Lakers haben eine unglaublich starke Mannschaft und wenn der Dwight Howard auch nochmal halbwegs zurückkommt, dann haben sie auch einen soliden Center. Rondo ist wieder zurück, Bradley haben sie noch geholt, also da geht schon einiges. Aber die Clippers sehe ich nochmal am Ende der Saison auf jeden Fall in den Playoffs stärker und gefährlicher. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass wenn irgendwo Veterans verfügbar sind, die eher zu den Clippers gehen würden. Auch ein geiler Teambesitzer mit Steve Ballmer, by the way. Ja, und du trägst ja dein T-Shirt ganz offensichtlich für die Utah Jazz. Und warum das denn? Weil die ein wirklich spannendes Team schon die letzten zwei Jahre hatten. Weil ich glaube, dass Donovan Mitchell, hier, man sieht es nicht, aber hier die Nummer 45, ich glaube, dass Mitchell in dieser Saison nochmal einen Schritt vorwärts machen wird. Und zwar einfach deshalb, weil die Jazz jetzt einen Punkt, ein Scoring Point Guard haben mit Mike Conley, der auch gut das Spiel aufbauen kann. Ricky Rubio hatte seine Stärken nicht wirklich im Wurf, das heißt, den konnte man mehr oder weniger freilassen. Bei Conley geht es nicht. Dazu Bogdanovic. Jeff Green ist hier und einer der stärksten Center, vor allem in der Defensive und beim Block, Rudy Gobert. Also dieses Team ist unfassbar gut und ich glaube, dass die auch zusammen einfach passen. Dann haben wir noch von der Bank Joey Ingles, sollte man nicht unterschätzen. Wir haben auch noch von der Bank Emmanuel Mudiay, der kann auch auf der Point Guard oder auf den Guard-Position für Entlastung sorgen und in den Playoffs ist das einfach eine 7er-8er Rotation, die sich sehen lassen kann. Die Denver Nuggets waren letztes Jahr das Überraschungsteam aufgrund ihrer Breite in der Regular Season unglaublich aufgezockt. Nikola Jokic ist zum Star in der Liga mutiert, der immer noch so ein bisschen unter dem Radar läuft und das Team ist definitiv nicht schlechter geworden. Murray und Harris müssen aber den nächsten Schritt machen. Und wer weiß, der Rookie, den sie letztes Jahr verpflichtet haben, kommt erst jetzt diese Saison dazu. Michael Porter Jr. Und wenn der auch halbwegs seine Versprechungen erfüllen kann, dann geht da schon was. Und dann haben wir da ganz im Eck noch ein Team. Genau, deswegen schalte ich mich mal jetzt größer. Die Portland Trail Blazers mit Lillard. Den kennt man ja zu genug. Ich spreche ihn trotzdem mal wieder falsch aus. Und was gibt es über die Trail Blazers zu sagen? Ja, Basketballfans da draußen, wir lesen ja alle so ein bisschen auch die Power Rankings und die Portland Trail Blazers, die ich persönlich die letzten zwei Jahre eigentlich immer unterschätzt habe. Ich hätte nie gedacht, dass die in der Saison gut sind. Ich hätte nie gedacht, dass die im Playoff weit kommen. Letztendlich waren sie aber im Conference Final, haben, glaube ich, sogar von der Zeit her länger geführt als die Golden State Warriors. Das musste auch erstmal schaffen, auch wenn sie am Ende dabei nicht ins Finale gekommen sind. Haben sich Bazemore geholt, haben Nassir Little, haben Hood verlängert, haben Hassan Whiteside von den Miami Heat geholt, bekommen Jusuf Nurkić zurück, der nach seiner Freak-Verletzung irgendwann Mitte der Saison bestimmt auch dabei sein wird. Und zusätzlich gibt es Gerüchte, dass sie während der Saison Kevin Love irgendwie holen möchten. Und wenn das passiert, dann haben wir hier einen Mega-Contender. Aber selbst mit dem Team sehe ich die unter den Top 8.
Und das hat mich halt gewundert, dass bei vielen Power-Rankings die Blazers wieder so ein bisschen abgeschlagen sind. Wir machen den Fehler nicht. It's Dame Time und wir glauben weiterhin an Damian Lillard. Mhm. Und dann haben wir noch eine neue Ära bei den Mavericks, deinem Lieblingsteam. Leider natürlich ohne Dirk Nowitzki, aber die Straße zum Stadion ist nach ihm benannt. Und eine Statue wird er auch kriegen, hat Mark Cuban gesagt. Also ja, der wird sich die Spiele vielleicht dann auch in der Halle anschauen. Vielleicht wird er irgendwann noch eine Funktion übernehmen bei den Mavericks oder so. Würde zu ihm passen, bestimmt zumindest als Maskottchen oder Repräsentator. Aber ja, sie müssen ohne ihn auskommen. Und da haben sie ja mit dem European Superstar letzte Saison schon einen guten Draft oder einen guten Transfer hingelegt. Ja, ein Draft, da hast du komplett recht. Anzuführen ist noch, dass selbst Nowitzkis Signature Shot, der Fadeaway, hat es auf den Parkettboden der Halle geschafft. Vielleicht siehst du es da beim... Ja, da hat er es hingeschafft. Ja, die Mavericks, jetzt ohne Nowitzki, dafür mit Porzingis und Doncic, die zwei Eurostars. Es wird sehr spannend. Für mich haben sie die Offseason komplett versaut. Wenn du Geld hast und du hast Porzingis, Doncic und dann noch einen Hardaway, der gar nicht mal so verkehrt ist als drittes Scoring Craft, dann musst du es doch irgendwie schaffen, einen namhaften Spieler zu holen. Big Man sind irgendwie alle nach New York oder sonst wohin gegangen. Und Dallas hat Maxi Kleber überbezahlt, Seth Curry überbezahlt. Bin ich nicht so zufrieden mit der Offseason. Wenn aber Doncic und Porzingis beide ihre Potenziale abrufen, dann hat man zumindest Spaß in Dallas. Ob es für die Playoffs reicht, weiß ich nicht. Genauso weiß ich nicht, ob es für die Golden State Warriors für die Playoffs reicht. Vito! Vito, schon wieder. Klar, sie haben den Angelo Russell geholt. Ich hoffe, dass der da auch gut reinpasst. Aber Klay Thompson hat sich hier die Kniescheibe zerfetzt, beziehungsweise Meniskus gerissen im Finale gegen die Toronto Raptors in Spiel 6. Das heißt, wann er wieder zurückkommt, ist noch so ein bisschen Fragezeichen. Wahrscheinlich nach dem All-Star-Break. Und davor ist dieses Team nicht wirklich so tief. Das heißt, wenn jetzt Green und Curry vielleicht auch mal ein, zwei, drei Wochen nicht dabei sind, dann könnte in diesem unglaublich stark besetzten Westen der Zug schon ein bisschen abgefahren sein. Was mir potenziell auch nicht so gut gefällt bei den Warriors, ist die Kommunikation gerade von Green, der nach außen sich so gibt, schreibt uns nicht ab und wir kommen schon ins Finale und wir sind weiterhin Top-Favorit. Persönlich würde ich eher so als Underdog reingehen und dann die Leute versuchen mitzureißen, dass Curry Green die Sache wuppen. Und wenn Thompson dann wieder zurückkommt, geht bestimmt was. Aber dieses Team ist nicht mehr Top 4, Top 5. Das ist eigentlich unvorstellbar noch vor einer Saison oder vor zwei sowieso. Also, dass die Warriors mit einem Schlag mehr oder weniger ganz schön absinken. Wir werden es dann auch noch in deinem Ranking sehen. Denn die waren ja unschlagbar zumindest vor... Wer weiß, ob es wirklich so kommt, das weiß man nicht. Jetzt haben wir schon über so viele starke Teams geredet. Und wir haben eins vergessen. Die Houston Rockets. Da ist er. Der beste das Spieler. Einzige zumindest Team, der Rockets. Das den Golden State Warriors wirklich über Jahre Paroli geboten hat. Und auch zweimal davor war, die Warriors fast aus den Playoffs zu jagen. Sie haben jetzt Chris Paul abgegeben, es hat nicht mehr gepasst zwischen Harden und Paul, dafür Russell Westbrook bekommen. Die haben schon mal zusammen gespielt, wie man im Hintergrund sieht, bei den Oklahoma City Thunder. Jetzt beide on a mission bei den Rockets. Wenn es aufgeht, dann kann das ein unglaublich heißes Team werden. Und ich bin gespannt, ob es dieses Jahr reicht, weil Harden, der knackt alle Scoring-Rekorde, die man so knacken kann. Er möchte aber als einer in die Geschichte gehen, der mehrere Meisterschaften nach New Orleans geholt hat, nach Houston. Und zu guter Letzt... Wenn er das geschafft hat, dann macht er das Gleiche nochmal in New Orleans. Genau, denn da ist Zion oder Zion Williamson und der spielt mit J.J. Redick im Team. Nettes Zitat, was ihr da gesehen habt. Don't fuck things up for me. J.J. Redick hat bisher mit jedem Team in jeder Saison die Playoffs erreicht und
dass Miller auch in New Orleans, aber dazu muss dieser Williamson in der NBA so stark sein, wie viele vermuten. Ich glaube es noch nicht so richtig, dafür ist er mir ein bisschen zu klein, ein bisschen zu dick. Ich weiß nicht genau, ob der genauso explosiv darüber kommt, aber er ist halt ohne Ende gehypt. Wahrscheinlich zu Recht. Gut, dann schauen wir auf die Lines in Sachen Siegen. In der vergangenen Saison haben diese Teams hier so viele Siege eingefahren und das sind die Lines, quasi, wo man seinen Einsatz verdoppelt, wenn die drüber oder drunter sind und man eben drüber oder drunter gesetzt hat in der Saison. Und hier sehen wir dann noch deine Playoff-Prediction, ob diese Teams es auch in die Playoffs schaffen werden. Und als Top-Favorit haben die Buchmacher hier oben die Clippers, aber in einem Atemzug mit deinen Utah Jazz. Und das ist ja schon ziemlich krass, wenn man hier sieht, was denn hier für starke Mannschaften unterwegs sind. Und die Golden State Warriors hier nur die 1, 2, 3, 4, 5, 6 beste Linie erwischt. Ja, das ist schon verrückt. Und auch wenn du dir die Winning Lines an sich anschaust, wie niedrig die eigentlich sind. Wir reden hier von Teams, die die Meisterschaften alle gewinnen können. Aber die werden sich natürlich auch gegenseitig die Siege wegkannibalisieren. Spurs von 58 auf Prediction 46,5. Trailblazers von 53 auf 46. Warriors 57 auf 47. Schon verrückt. Und ja, was willst du da sagen? Zu den unteren Teams, wie schon gesagt, die werden nicht um die Playoffs mitspielen. Ich glaube auch nicht, dass die Kings, Timberwolves und Thunder über ihre Lines kommen, einfach weil sich die Top-Teams einfach nicht erlauben können, Spiele abzuschenken. Dafür ist die Spitze oben zu dicht. Ein Wort zu Dennis Schröder? Er ist in der Liga. Danke. Also man könnte vermuten, dass dieser drastische Fall der Linie jetzt auch nicht mal von Dennis Schröder kompensiert werden kann. Nicht mal von Dennis Schröder. Aber Spaß beiseite. Die haben schon zwei, drei gute junge Leute hier, den von Clippers, den sie bekommen haben für George Paul, mir fällt gerade der Name nicht ein. Also, die haben schon ein paar gute Spiele, aber wie gesagt, du hast in jedem anderen Team da oben zwei Stars, Superstars teilweise. Bei den Jazz haben wir Gobert, Mitchell, Conley, bei den Clippers George, Leonard, Rockets, Westbrook, Harden, Nuggets, Jokic, Murray, Lakers, James, Davis, Warriors, Curry, Spurs, LaMarcus Aldridge, DeRozan, Trailblazers, auch McCallum, Lillard. Ja, jetzt hast du dann deinen ganzen Kicker-Almanach durchgelesen, aber gibt es Überraschungen in Sachen Predictions oder Playoff-Predictions im Vergleich dazu, was man eigentlich vermuten könnte, oder was hast du dir dabei gedacht? Also ich habe mir einerseits gedacht, bei den grünen Teams, dass die ihre Siegesline erreichen werden, sogar relativ einfach, also da würde ich mich wohlfühlen, darauf zu setzen. Bei den gelben Teams habe ich mir gedacht, die werden ihre Lines nicht erreichen. Und dann denke ich, dass Jazz, Clippers, Rockets, Nuggets, Lakers und die Trailblazers die Playoffs erreichen. Und dann zwischen den anderen vier X'en, wo ich geschrieben habe, kommen halt auch noch zwei rein. Aber keine Ahnung, sau schwierig. Ich habe im nächsten Screen meine Top 8. Bin gespannt, wer da confirm ist. Oder nicht? Ich glaube, dass die Houston Rockets mit ihrem Spielstil und ihrem fokussierten James Harden, der halt immer mal seine 30, 40, 50 Punkte macht, in der Regular Season am Ende vorne stehen werden. Dann die Lakers, einfach weil die Clippers wahrscheinlich Load Management betreiben werden bei Leonard, weil George erst ein bisschen später in die Saison einsteigt. Die Jazz, weil sie einfach ein mega gutes Team sind. Alle werden so nah auf sein, genauso wie die Trailblazers, Nuggets und Warriors, die schaffen es in die Playoffs, das gönnen wir denen jetzt. Wäre auch schade, wenn Curry nicht dabei ist. Und dann ist so ein bisschen die Hoffnung, dass es die Mavericks schaffen. Realistischer ist aber die Spurs, muss man ganz ehrlich sagen. Und was ist mit den Jungs? Die sehe ich dann in den Playoffs ganz vorne, weil die haben ein Tollhaus in Salt Lake City. Die Fans sind da am Ausrasten. Mitchell macht seinen nächsten Step, Conley wird Bombe sein, Bogdanovic ist ein richtig geiler Dude
und Rudy Gobert räumt dafür in der Verteidigung auf. Also ich glaube, da geht was. Okay, hier haben wir die Quoten für die Sieger in der Western Conference. Und da hast du dich jetzt natürlich dann schon ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Ja. Mit der neuen Fünferquote. Ja, bin jetzt, aber ich glaube, da geht es jetzt sogar um den Regular Season Champ. Aber die Jazz, was heißt weit auf dem Fenster gelehnt? Das ist doch relativ spannend, was die Buchmacher hier machen. Die geben dir eine 9,5er Quote auf die Jazz. Auf der anderen Seite haben wir gerade gesehen, dass die Winning Line die höchste mit den Clippers ist. Also so gesehen, wer glaubt, dass Utah von Anfang an mit den neuen Spielern harmoniert, der würde nichts falsch machen, wenn er hier bei Season-Wetten auf die Jazz geht. Aber ich glaube, dass es entweder Rockets oder Jazz am Ende der Regular Season vorne sind und nicht die beiden Teams aus LA. Okay, und die kommen dann natürlich mit James und mit bei den Clippers. Ja, kommen die natürlich dann in den Playoffs. Das sind ja Spieler, die geboren wurden, um Playoffs zu spielen. Kannst du dir was Geileres vorstellen als Clippers und Lakers in so einem Halbfinale im Westen? Die Reisestrapazen sind relativ gering. Am anstrengendsten wird es wahrscheinlich für die Hallenbauer, die dann immer ständig umdesignen müssen. Aber das wäre doch so ein richtig geiles Conference-Finale. Und das wäre Hollywood-Niveau im NBA-Basketball in Los Angeles. Mhm. Wäre einfach nur geil. Und die Tickets leider wahrscheinlich unbezahlbar. Ja. Sonst würde ich sagen, da sind wir dabei. Aber vielleicht sagen ja die Jungs von Otspedia, hey, wir müssen euch da live vor Ort bringen. Also bitte, bitte Like da lassen, wenn ihr uns live in LA zu den Conference Finals oder zumindest zum Los Angeles Derby sehen wollt. Na gut, dann machen wir es doch so. Wenn wir 5000 Abonnements knacken, dann versuchen wir zumindest in der Regular Season da hinzufahren und machen ein kleines Video. Naja, das machst du ja sowieso, oder? Ist schon was geplant. Anscheinend. Nein. Los Angeles ist ja eine Reise wert. Aber LA würde ich nicht für ein Wochenende machen, mit dir schon. Naja, für ein Wochenende. Wer sagt denn für ein Wochenende? Dann zwei. Ja. Sonst haben wir nichts mehr, sind durch mit dem Westen und hat wieder Spaß gemacht. Danke Chris und wir freuen uns dann bald auf die NBA-Tipps auch in diesem Kanal. Wenn ihr wollt, dann Daumen nach oben, wenn nicht, Daumen nach unten oder auch Daumen nach oben, aber hoffentlich lieber ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zur NBA-Saison, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Übrigens könnt ihr das andere Video zur Eastern Conference sehen, wenn ihr jetzt hier auf dieses Video klickt.